So, herzlich willkommen, meine Krieger und Kriegerinnen, zurück zu The Elder Scrolls 4 Oblivion. Ihr seht, der Kaiser, der Leichnam des Kaisers liegt vor uns. Ja, er hat es nicht geschafft. Die Assassinen haben letztendlich, hier wir sehen, Gewand der mythischen Morgenröte. Sie haben letztlich ihr Ziel doch noch erreicht. Sie haben es geschafft, den Kaiser umzubringen. Ich wollte nicht schneller gehen. Das Tor ist von der anderen Seite versperrt, man kann es von hier aus nicht öffnen. Ja. Sie haben ihm mehrfache Fallen gestellt und letztendlich haben sie Kaiser Uriel Septim zu Fall gebracht. Einen tapferen Kaiser, wo wir das Glück hatten, ihn noch kennenlernen zu dürfen. Zip. Und dieser Kaiser hat in einem Anflug von Wahnsinn einem unbekannten Gefangenen... Ja, Grutzi, fix komme ich da jetzt mal hoch. Das Amulett der Könige übergeben. Ich will auch schauen, ob es hier Truhen gibt oder so. By the way, das wertvollste Relikt, das es im Kaiserreich so gibt. Warum liegt da ein Tod da oben? Meine Geduld, die ist nicht sehr hoch. Ich möchte hier nicht die ganze Zeit rumlaufen. Komm ich hier rüber, oder? Ja. Ah. Nein. Nein! Ich schaff das schon. Wir müssen uns auch gleich, wenn ich das geschafft habe. Das kann jetzt hier eine Folge dauern, Freunde. Ach, hier ist eine unsichtbare Wand. Och, ich bitte dich. Mann, da liegt eine Leiche oben, verdammte Axt. Ich will sie plündern. Hey, wieso komme ich? Ich bin doch gerade eben da hochgehüpft. Jetzt verarsch mich doch nicht. Ich habe keine Ausdauer mehr. Okay. Wir müssen uns auch gleich noch anschauen, was es für eine Auswirkung hatte, dass wir jetzt Kampfmagier sind. Ja, freilich hat es eine Auswirkung auf uns. Freunde, was denkt ihr denn? Ich schaff's nicht. Warum ist der da überhaupt gestorben? Mann, das war echt gut gemacht eigentlich. Okay, ich muss versuchen. Oh, okay, ich komme nicht hin. Scheiß drauf. Scheiß auf den. Der regt mich nur noch auf. Hier. Hast du was dabei? Und das ist der Dude. Sackleinen-Sandalen. So, jetzt kommt nämlich der Clou. Das ist der Kerl. Das ist jetzt so eine Macke bei mir. Naja, schau mal, es müsste ein Boss mehr sein, oder? Kann auch eine Leiche packen, oder? Na, komm hoch, du. Stabiler Sixpack, Kollege. Es müsste... Oder ein Hochelf. Ich kann es gerade nicht genau erkennen. Jetzt kommt so diese Eigenheit, die ich habe bei dem Spiel. Und zwar, ich sammle gern Gegenstände, die eine Bedeutung haben und... Das ist jetzt halt das Gewand des Königsmörders hier. Die beiden Dinger und die Sackleinsandalen. Sackleinsandalen haben wir jetzt zweimal, weil es ist auch unser, ihr wisst schon, unser Fluchtmittel. Baurus Schlüssel für die Kanalisation. Okay. Gut, die Rasse Dunkle, Sternzeichen der Schatten, Klasse der Kampfmagier. Sehr schön. Steht zwar Magier, aber es ist eigentlich ausgeglichen. Ich frage mich immer noch, warum wir nicht aufsteigen. Wir wollten auch... Ah ja, wir haben jetzt Hauptfertigkeiten. Genau. Und die sind gleich auf Lehrling aufgestiegen. Okay.
Das ist jetzt Schwertkampf, stumpfe Waffen, Alchemie, Veränderung, Beschwörung, Zerstörung, Mystik. Ist geil. Sehr, sehr viel Magie auch. Also ein schöner Mix. Untergeordnete Fähigkeiten ist der Rest. So, jetzt ist natürlich das Problem, dass ich nicht mehr weiß, was wir schon gelesen haben. Das haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Haben wir, haben wir. Mystik haben wir noch nicht gelesen. Setzt Zaubersprüche ein, die Magie absorbieren, reflektieren und zerstreuen. Objekte bewegen, Leben aufspüren und Seelen binden. Okay, sehr, sehr spannende Klasse. Waffenspiel haben wir, Athletik auch, Blocken auch, Nahkampf auch, Schwerrüstung auch, Illusion auch, Wiederherstellung. Setzt Zaubersprüche ein, um physische und magische Attribute wiederherzustellen, zu verstärken oder absorbieren, um Krankheiten zu heilen und magischen Angriffen zu widerstehen. Eine sehr, sehr starke Fertigkeit. Wer mit dem Kriegsmagier, nee, Kampfmagier und Magierkrieger. Magierkrieger vielleicht, keine Ahnung. Wer die mitgegangen ist, natürlich eine super geile Fertigkeit. Akrobatik. Macht weite Sprünge und vermeidet Schaden, wenn ihr aus großer Höhe fallt. Es tunt sich auch so ein bisschen von selbst, weil man springt immer irgendwie. Leichte Rüstung macht wirkungsvolleren Gebrauch von Rüstungen aus Fell, Leder, Ketten, Mithril, Glas und aus elvischer Fertigung. Die stärkeren Rüstungen, Waffen tauchen mit der mit dem höheren Level auf. Also ab einem gewissen Zeitpunkt, jetzt begegnen wir nur Gegnern mit Fellrüstung. Irgendwann tragen die Leder, dann tragen sie Ketten. Wisst ihr, so wird es schwerer. Schütze greift mit immer tödlicherer Präzision mit Pfeil und Bogen aus der Ferne an, okay. Handelsgeschick macht bessere Geschäfte beim Kaufen und Verkaufen von Waren. Sicherheit öffnet verschlossene Türen und Behälter mit Dietrichen. Schleichen räumt anderen die Taschen aus und bewegt euch lautlos und ungesehen. Das müssen wir dringend schnell tunen. Und Wortgewandtheit überzeugt eure Zuhörer mit der Kraft des Wortes, damit sie euch mögen und vertrauen. Aufstieg zur nächsten Stufe, da sehen wir es jetzt. Meine Fresse. Das dauert verdammt lang. Es sind schon 2 Tage verstrichen. Okay, wir haben unsere Pfeile am Start. Er hat uns ja das Akaviri abgenommen. Da ist das Amulett der Könige. Das ziehen wir jetzt vielleicht nicht an. Er hat vorher einen Haufen Sachen abgelegt. Können wir was? Warum wissen wir... Weil wir Lehrling in Alchemie sind. Deswegen kennen wir jetzt mehr Fertigkeiten. Ach, geilo Milo. Und der Apfel macht Schaden bei Glück. Das ist ja witzig. Okay. Leben entdecken, auch ein spannender Zauber. Okay, Freunde. Hier haben wir noch die beiden Zauber für Notfall. Und wir müssten auch, genau, wir müssten auch neue Zauber haben. So, das müssen wir jetzt nochmal, pass mal auf. Die Waffe ist auch stärker geworden, by the way. Machen wir Schwert hier. Bogen hier. Fackel hier. Wie viel haben wir da noch? 4, 5, 6, 7, 8. Ist nicht viel. Okay, wir haben Feuerball, sehr einfaches Schloss öffnen und Untote vertreiben. Untote vertreiben bis zur Stufe 3, okay. Kalte Berührung, Eisschaden an Berührung und Schockberührung, Schockschaden an Berührung. Da 15 Punkte Eisschaden und nur 10 Schockschaden. Traurig. Anwächter Mondschatten. Und was haben wir noch? Geringere Bannung? Beseitigen an selbst. Ich glaube, damit tut man negative Effekte beseitigen. Geringere Lebenserkennung, Leben entdecken 60 Fuß für 10 Sekunden. Leichte Wunden heilen. Schützen 5% Schild für 30 Sekunden an selbst. Skelett beschwören. Okay. Ich glaube, die brauchen wir nicht auf den Schnelltasten. Ich würde auf jeden Fall sagen, leichte Wunden heilen. Ich würde auf jeden Fall sagen, schützen. Das ziehen wir, wenn wir es brauchen. Bannung ist eigentlich auch, muss dann schnell gehen. Das muss nicht schnell gehen. Dann vielleicht noch einen Angriffszauber. Vielleicht den Fernzauber, oder? Okay. Da müssen wir mal schauen, wie wir uns zurechtfinden, Freunde. Okay.
Abgeschlossene Missionen, kommt aus dem Gefängnis, jetzt müsst ihr eure Klasse wählen, die wichtigsten Fertigkeiten eurer Klasse haben höhere Anfangswerte als die eurer übrigen Fertigkeiten, eure Stufe steigt, wenn ihr diese Hauptfertigkeiten verbessert. Ach, wir müssen die... Es ist vollkommen irrelevant, wie viele Nebenfertigkeiten ihr pusht, ihr müsst die Hauptfertigkeiten pushen, um aufzusteigen. Liefert das Amulett ab, ich sollte das Amulett der Könige zu Joffrey in die Vaynorn-Priorei nahe der Stadt Koroll bringen. Koroll. Oh Gott, werden wir hier viel rumschauen. Ah, hier ist Koroll, hier ist die Vaynorn-Priorei. Okay. Barus? Ihr müsst hier weg. Wir wissen nicht, wer zuerst kommen wird. Die Klingen oder noch mehr Meuchelmörder. Richtig. Ich habe trotzdem noch ein paar Fragen. Und zwar, was hat es mit dem Amulett der Könige eigentlich auf sich? Das heilige Zeichen des Kaiserreichs. Es heißt, nur Septime können es tragen. Okay, also sollte ich es nicht auf dem Schwarzmarkt verkaufen. Erzählt mir noch mal mehr über die Klingen. Mein Orden hat sich in den Dienst der Kaiser der Septime gestellt. Wir haben unsere Pflicht, ihn zu schützen, nicht erfüllt. Oh ja. Wer ist Joffrey? Er ist der Großmeister der Klingen. Die Klingen sind Augen und Ohren des Kaisers und halten sich daher im Hintergrund. Hm. Wir, die kaiserliche Leibgarde, sind das bekannte Gesicht der Klingen. Doch die meisten meiner Brüder dienen dem Kaiser im Verborgenen. Ihr findet Großmeister Joffrey in der Vaynorn-Priorei. Er lebt dort als einfacher Mönch. Gut. Möge Talos seine Seele zu Aetherius geleiten. Ruhet in Frieden, mein Herrscher. Ja. Wo ist die Vaynorn-Priorei? Ein Haus des Ordens des Talos, eines Mönchsordens, der in Verbindung zu den Klingen steht. Es befindet sich an der Schwarzen Straße, vor den Toren Korolls. Großartig. Auf Wiedersehen. Lass den Kaiser in Frieden. Ist ja gut. Auf Wiedersehen. Okay, Moment. Okay. Na dann ab in die Kanalisation, Freunde. Eigentlich ein Gebiet, das man am besten aus Horrorfilmen kennt. Horrorspielen natürlich. Ja. Kriegen wir es auf? Lol. Okay. Baurus. Das Hintertürchen ist wieder auf, ne? Also, gut. Wir sehen uns, ne? Also, Fackeln können anscheinend auch erlöschen. Wunderbar. Na dann. Speichern. Und ab in die Abwasserkanäle. Boah, ist so heiß hier drin. Der Ventilator strahlt auf mich. Es ist schrecklich. Meine Fresse. Jetzt können wir gleich einen unserer Zauber ausprobieren hier. Lebenserkennung. Ist ein geiler Zauber, der uns verrät, ob sich Kreaturen in der Nähe befinden. Ich glaube, für Nahkampf ist es gerade noch ein bisschen früh. Jo. Wow. Shit. Wenn ihr lang gedrückt haltet, macht ihr übrigens einen starken Angriff. Okay. Alter, wo kam die denn auf einmal her? Ja. Wir haben es uns jetzt mit unseren Sternzeichen und allem nicht ganz so einfach gemacht. Der Schatten ist natürlich eine Baba-Fertigkeit.
Der große Nachteil... Kleinen Schutz hier. Das ist ein normaler Goblin. Scheiße, ich habe nicht genug Magie. Oh ja, mein Freund. Baby. Nice. Nehme ich mit. Danke, Bro. Wir beide werden großartige Freunde werden. Ich sehe eine wunderbare Zukunft auf uns zukommen, mein knochiger Freund. Und jetzt zurück, wohin man auch immer mit dir. Okay. Ich muss die Zauber auch erstmal so ein bisschen kennenlernen, Freunde. Also, oh ja, warte mal. Oh, ist dein Ernst? Oh nein, das ist wirklich mein Ernst. Und mein Skelett ist gerade, hat sich gerade verabschiedet. Mein Großer, bist du bereit? Dein Buddy habe ich schon geschlachtet, mit dir mache ich weiter. Alter, der macht aber auch Schaden. Ist euch das mal aufgefallen, wie schnell der den weghaut? Knoblauch, Krankheit widerstehen und Schaden geschickt. Hier unten Silbernack. Hoi. Beseitigen. Ich, wie gesagt, ich glaube. Ich glaube, dass Beseitigen negative Statuseffekte bereinigt. 100% sicher bin ich mir da auch nicht. Okay. Du wirst gleich deinen Brüdern folgen. Beste und bewährteste Strategie überhaupt. Locke die Gegner in ein Gebiet, das du kontrollierst, und alles ist gut. Hey, ohne Scheiß, mir tropft halt wirklich der Schweiß vom Arm. Vom Sitzen. Moment. Ja, Moment. Ich denke, wir können ein paar gute Tränke aus diesen Käserädern machen. Ausdauer wiederherstellen. Scheiße, ist immer noch zu schwer. Was haben wir noch? Magiker wiederherstellen, Lebensenergie, das ist alles nicht so schwer, gell? Bloß das Käserad ist eine Sau. Verdammt! Ja, dann kommt halt hier. Was haben wir hier? Also ein Dolch. Steinkolben. Mehl. Was noch? Eisenpfeil und Dietrich. Toll. Kann man das Mehl vielleicht verarbeiten mit den Dingern? Ausdauer. Los, rein da. Geil. Können wir den wieder mitnehmen? Nein, es geht sich ums Verrecken nicht raus. Oh, du Schwachmat, ohne Witz. So ein Bot. Was ist das? Dieses Tor ist verriegelt. Okay, wir schauen uns auch gleich im Wasser um. Oh, oh. Oh, nice. Freunde, wartet mal kurz. Für die, die Dragon's Dogma mitgespielt haben. Schaut mal. Fällt euch was auf?
Hey, pass auf. Man kann einfach im Wasser gehen, die Fackel bleibt an. Ja, ist einfach schön. So schön, dass ich mir fast den Audiostecker rausziehe. Ah, ist ein Traum. Es ist ein Traum. So, wo müssen wir hin? Wir müssen hier raus. Sind wir gleich mal den falschen Weg gegangen? Ja. Es gibt keine falschen Wege. Es gibt sie nicht. Die Frage ist, was wir daraus machen. Gib mir mal den. Nichts weiter? Da hinten ist irgendwas. Das ist eine Ratte. Safe eine Ratte. Gib mir mal die kalte Berührung. Nice. Schöner Zauber auch. Okay. Nee, lass die Fackel an. Ich muss gestehen, ich bin noch nie mit Shortcuts klargekommen. Ich komme mit ihnen jetzt noch nicht klar. Aber mir gefallen die Zauber, die wir haben. Ist gut. Weil es gibt ja gewisse Kreaturen, die sind gegen manche Sachen sehr resistent. Gut, das ist jetzt ein Nahkampfzauber, der macht halt deutlich mehr Damage als der Feuerzauber, ne? Knochen. Da ist der Ausgang. Da vorne. Okay. Ich werde den zwei, dreimal ausprobieren, aber ansonsten würde ich sagen, bleiben wir beim selber knacken, damit wir unsere Knackfertigkeit ja weiter verstärken. Aber zwei, dreimal probieren wir ihn aus. So, Freunde. Wir sind am Ende angekommen. Am Ende dieses Let's Play. Nein, natürlich nicht. So, let's go. Bevor ihr die Abwasserkanäle verlasst, könnt ihr euren Charakter überprüfen, Rasse auswählen, Sternzeichen auswählen, Klasse auswählen, zum Ausgang. Ich sag mal. Was? Sommer. Entkommt aus dem Gefängnis, jetzt könnt ihr eure Weltkarte benutzen, um direkt nach Koroll zu reisen, oder ihr schlagt irgendeine Richtung ein und erforscht die Welt auf eigene Faust. Viel Glück. Eine Frage. Ich bin mit der Fresse unseres Helden zwar sehr glücklich, aber normal konnte man doch da viel mehr machen, oder habe ich das übersprungen? Nur man kann es der Lippen und Nase und was nicht alles anpassen. Ich meine, ja, ist ein cooler Dude. Es passt schon so. Aber... Habe ich da irgendwas versäumt? Da steht schon alles drin. Lieb's. Okay. Das ist eigentlich bitter. Normal investiere ich da schon immer so eine Folge rein. Ah, Hut einer Hasenpfote. Perfekt. Gut. Sehen wir uns hier gleich mal um, Freunde.
Vorne ist eine Ruine. Unser allererstes Ziel sollte sein, irgendwie an ein Haus zu kommen. Wir brauchen eine Unterkunft. Das ist die Abwasserkanäle des kaiserlichen Gefängnisses. Ich würde sagen, es ist wahrscheinlich das Dämlichste, was du machen kannst, wenn du gerade aus dem Gefängnis aus... Was willst du denn? Du musst ein bisschen aufpassen. Ich habe so das Gefühl, die haut ganz schön rein, wenn es drauf ankommt. Der Blitzzauber überzeugt mich jetzt nicht, aber vielleicht ist er auch einfach das Falsche für eine Schlammkrabbe. Oh. Krabbenfleisch. Mei, sogar im Krabbenfleisch steht Schock widerstehen. Und ich greife sie mit Schock an. Okay, was haben wir jetzt da gefunden? Hut einer Hasenpfote und noch ein bisschen mehr. Können wir die Schmetterlinge runterpflücken? Nee. Seht ihr da hinten das Fliegen? Ich gehe da nicht hin. Safe nicht. Okay, wir versuchen uns mal den Weg zur Kaiserstadt durchzuschlagen. Hier führt ihr einen Weg hinauf. Wir werden natürlich jetzt nicht jeden Gegenstand abfriemeln, das ist vollkommen klar. Wir sollten uns auch bewusst sein, Hut eines Grünspanbechers, was für eine unglaublich wertvolle Fracht wir da bei uns tragen. Es ist in dem Spiel extrem wichtig, mit vielen Leuten zu quatschen. Das ist unglaublich wichtig. So lernt man nicht nur Leute kennen, sondern es gibt auch Gerüchte und es gibt Quests, die man nur bekommt, wenn man mit Leuten quatscht. Leider kann man da nicht rauszoomen. Ist wurscht. Okay, wir nähern uns dem kaiserlichen Gefängnis. Soweit ich weiß, kann man in jeder Stadt ein Haus erwerben und auch ein Pferd. Gut, wir haben jetzt momentan 91 Septime. Das ist jetzt nicht so viel. Schauen wir mal, was da geht. Athletik verbessern, natürlich. Sollen wir mal ins Gefängnis gucken? Einfach mal schauen, wer drin ist. Ich weiß nicht, ob die uns noch auf dem Schirm haben, aber irgendwie würde es mich auch interessieren, ob sie auf uns reagieren. Moin. Was ist los? Herr? Anweisungen? Was sucht ihr? Ah. Wo sind die Gilden? Oh, das ist interessant. Wo sind die Gilden? In der Stadt sind keine Gildenhallen. Aber die geheime Universität liegt auf einer Insel außerhalb der Mauern, südlich des Arboretums. Mhm. Was sucht ihr? Erzählt mir von Grenzstein. Der Kaiserpalast liegt im Zentrum. Die 6 Bezirke liegen wie die Speichen eines Rades um den Palast herum. Von Nordosten aus im Uhrzeigersinn sind dies Marktviertel, Arena, Arboretum, Tempelbezirk, Talosplatz und Elfengarten. Das Hafenviertel liegt südlich des Tempelbezirks. Die geheime Universität liegt südlich des Arboretums. Das kaiserliche Gefängnis liegt nördlich des Marktviertels. Ah ja, sehr interessant. Was sucht ihr? Wo sind die Dienste? Im Marktviertel findet ihr Schmiede, Alchemisten, Buchhändler, Magiergeschäfte, Schneider, Waffenschmiede und Händler. Was sucht ihr?
Wo kann ich schlafen? Die Herberge zum Kaufmann im Marktviertel, König und Königin im Elfengartenbezirk, Tiber Septim im Talosplatzbezirk und Allerheiligen im Tempelbezirk. Außerdem wäre da noch die Herberge zum aufgetriebenen Floß im Hafenviertel, aber das ist keine schöne Gegend. Aber vermutlich billig. Gibt es irgendwelche Gerüchte? In der Kapelle in Anvil hat sich Schreckliches ereignet. Alle Priester und Priesterinnen, die Bellas, wurden ermordet. Lebt wohl, Bürger. Ja, mit den Gerüchten lässt sich's auch gut weiterziehen. Gut, Freunde. Bevor die mich jetzt anquatschen, würde ich sagen, ich verabschiede mich bis morgen. Ich freue mich sehr drauf und wir sehen uns wieder bei Oblivion. Haut rein, euer Odin Let's Play. Ciao, ciao.